Servus Leute und willkommen zurück zu Let's Play Mafia 2. So, den ersten haben wir verbuddelt und nun fahren wir zurück. Beziehungsweise erstmal hier in Eddies Auto einsteigen. Ich glaube, der Geruch im Auto müsste auch mittlerweile besser sein. Vito, schalt jetzt bloß dich um. Sing mit Eddie, das ist Dino. Wollt ihr mich verarschen? Das ist mein absolutes Lieblingslied. Oh mein Gott, armer Dino. Knapp nach den Bullen kommen. Freunde, was ein Gesang. Also Joe geht ja noch, aber Eddie ist krass. Oh, ich sind wir bald da. Auf Italienisch kann ich überhaupt nicht. Die scheinen ja einen Spaß zu haben. So eine Scheiße. Allerdings. Endlich, sie schlafen. Die Babys schlafen beim Autofahren ein. Ricky Fox predicted. And if you need proof, kids, you need to look no further than the scene at the Dundary Theater today, as kids were pressed skirt to shirt and filled the famed Midtown Landmark for one rockin' rock and roll show. How big was it? Well, rockin' Ricky. Tut mir leid, Vito. Die Party ist ein bisschen unschön zu Ende gegangen, hä? Jedenfalls danke. Du hast was gut bei mir. Lass Eddies Wagen hier, damit er morgen früh nach Hause kommt. Du bist ein guter Mann, Vito. Ich begleiche die Rechnung morgen. Hey, kommst du noch auf einen Drink mit rein? Schnauze da unten! Habt ihr mal auf die Uhr geschaut? Ah, leck mich, du Schlampe! Na los! Wir los rufen genug, ein paar Weiber ab ins Bett mit dir, komm jetzt. Ich ruf dich morgen an, Vito. Gute Nacht. Kapitel 8. Die jungen Wilden. Uptown, 11. April 1951. Oh, was ist denn los? Hey, Vito, raus aus den Federn! Herrgott! Marty, hör auf zu schreien! Mir brummt der Schädel. Entschuldigung, Joey. Und sag nicht immer Joey zu mir. Das geht mir auf den Sack. Vito, komm runter! Ach, du Scheiße. Nun ist klar. Dann ziehen wir uns mal an. Ja, heute tragen wir es mal locker, oder? Farbe ändern können wir auch. Aha. Na ja, nehmen wir doch. Heute tragen wir es mal locker. Da sind sie doch, die zwei. Sag mal, wer war denn das? Der hat ja eine Stimme wie Woody Woodpecker. Das war Marty. Der Kleine hat mal in meiner Straße gewohnt.
Als ich den LKW abholen musste, hat er mich mitgenommen. Wozu der LKW? Mit dem verdienen wir ein bisschen Kohle. Spring ein, ich erklär's dir unterwegs. Du fährst. Wohin? Riverside. Na dann, auf nach Riverside. Riverside, alles klar. Beschädige die Lieferung nicht. Was auch immer wir geladen haben. Das war eine Nacht, ja? Ja, das kannst du laut sagen. Mal ehrlich, bist du noch sauer? Das war natürlich mein Traum, wenn ich aus dem Knast komme. Aber im Puff, da hat's dir doch gut gefallen, oder? Ja, 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 vielen Dank auch. Aber alles danach hat mir weniger gefallen. Okay, okay. Heute wird alles viel besser. So spreche ich dir. Das will ich auch hoffen. Oh, ich wollte gar nicht aussteigen. Sorry. Um was geht's denn? Ganz einfach. Wir fahren ein paar Ecken ab und liefern die Kippen aus. Dann bringen wir den LKW zu Eddie und holen unseren Anteil ab. Kinderspiel. Moment mal. Soweit ich mich erinnern kann, bin ich wegen so einem Kinderspiel in den Knast gerannt. Keine Panik. Ich hab das schon mal gemacht. Erster Stop, oder was? Na gut. Vertrau mir. Du wirst mir noch dankbar sein. Falsch abgebogen. Weil die Mucke an sich früher aus den Jahren gar nicht mehr so gut war. Hey, kannst du Auto fahren, oder? Yeah. Und hier rein. Ja, wir sind noch nicht da. So müssen wir rein, nehme ich an, ne? Und jetzt? Jetzt kümmern wir uns um unsere Kundschaft. Die Jungs nehmen große Mengen ab. Komm mit. Okay, kletter rauf und gib mir die Ware. Hi, eine Stange Reds. Gib mir eine Stange Reds, Vito. Bingo! Hier. Hey, $2 für eine Stange. Ich hab keine Kippen mehr. Gib mir eine Stange Blues. Eine Stange Blues, Vito. Ja, genau die. Hier. Müssen wir aber ein paar Stangen verkaufen. Einige Stunden später, das glaube ich. Oh ne, Bull, ne? Was soll der Scheiß? Hey Sarge, wie geht's? Eine Stange Blues wie immer? Ich nehme heute mal Whites. Hast du gehört, Vito? Los, eine Stange Whites.
Bingo! Oh, nicht schlecht. Danke, Joe. Und jetzt verzieht euch, okay? Okay, weiter geht's. Steig ein, Vito. Nächste Station ist Millville. Läuft gigantisch heute. Wir machen richtig. Ja, würde mich jetzt mal interessieren, wie viel wir gemacht haben. Aber cool, dass die Bullen da selber auch schon Kippen kaufen. Ja, früher waren die Bullen noch etwas anders drauf wie heute. Wobei es gibt bestimmt nur noch genug korrupte Bullen, sonst nicht. Aber Schaubremsen, Roter. Miss Martin. Oh, doch, eine ganze Ecke. Der Kleine, dieser Marty. Arbeitet er auch für Eddie? Davon träumt er. Der Kleine ist kaum 18. Er arbeitet für mich, fährt mich rum, macht Botendienste, solche Sachen. Er hält sich aber für einen Gangster. Der Junge sieht zu viele Filme. Oh, wenn sich der Kurze dich zum Vorbild nimmt, hat er ein Problem. Ach ja, Klugscheiße. Er erinnert mich sehr an dich, als du in seinem Alter warst. Genau. Ich habe in Europa 2 Jahre lang Kugeln um die Ohren gekriegt und war 6 Jahre im Knast, seit ich dich kenne. Das meinte ich mit Problem. Was ist los mit dir? Hat dir jemand in deinen Morgenkaffee geschissen? Hast du die guten alten Zeiten vergessen? Ja, daran musst du mich irgendwann mal erinnern. Er hat gut gelacht, er war in dem Knast. Das ist ein Arschloch nur. Also die Dinger sind die Kippen nicht geworden. Oh mein Fahrkünstchen, müssen gleich die Karte ins Rennen fliegen, aber egal. Nein, wir hätten hier raus müssen. Oh nein, doch nicht. Okay. Nein, das ist nicht richtig. Siehst du, was ich gesagt habe? Läuft alles wie geschmiert. Okay, das entschädigt fast für gestern Nacht. Fast. Na komm, wie willst du das toppen? Du bist an der frischen Luft, in guter Gesellschaft und verdienst einen Riesenhaufen Knete. Gar nicht übel für einen Kerl, der gerade aus dem Kittchen kommt. Okay, wenn es so weitergeht wie jetzt, dann ist alles vergeben und vergessen. Das ist der Vito, wie ich ihn kenne. Gleich sind wir da. Ja, wir hätten doch die andere Ausstattung sollen. Aber wir müssen dort noch hinkommen. Ey, wie fährst du Auto, Mann? Wir können aber fast nicht übersehen, ne? Nein, ist nicht. Ach ja. Augenmaß, Jungs, Augenmaß. Warum? Macht ja nichts. Aber es war frei. So, ich schalte den Turbo ein. Ja! Ja, plötzlich mal das Kleine. Ja, wir fahren das ganze Stück zurück, wo ich vorhin hätte raus müssen. Schon.
Auf der Straße, mein Freund. Wir müssen hoch. Sehen wir in der nächsten Folge von Let's Play Mafia 2. Danke fürs Zuschauen. Ciao mit auch. Haut rein, Leute.